2, 1 bis 20. Es begab sich aber zu der Zeit, dass der Präsident Augustus über Twitter den Befehl rausgab, dass alle Leute, die in seinem Land leben, sich in Online-Formulare eintragen sollen. Dazu hatte man an jedem Geburtsort extra iPads in den Behörden aufgestellt. Es ging ihm darum herauszufinden, wie viel Kohle jeder verdient, um mehr Steuern einziehen zu können. Es war so eine Art Volkszählung in Bezug auf das steuerrelevante Einkommen und passierte in dieser Form das erste Mal. In der Zeit war ein Mann mit dem Namen Quirinius gerade der Ministerpräsident von Syrien. Jeder Mensch war verpflichtet, in seinen Geburtsort zu fahren, um sich dort um diese Tablets einzutragen und dort seine Angaben zu machen. Unter ihm war auch Josef. Josef war gebürtiger Galiläer, er kam aus der Stadt Nazareth. Josef machte sich also auf den Weg in das Staatsgebiet Juda. Da er in Bethlehem geboren worden war, musste er in dieses Gebiet reisen. Josefs Familie stammte nämlich von dem ehemaligen jüdischen Präsidenten David ab. Mit dabei war Maria, seine Verlobte, die war übrigens gerade hochschwanger. Kurz nachdem sie in Bethlehem eintrafen, gingen die Wehen los. Schließlich kriegte sie ihr erstes Baby. Es war ein Junge. Sie zog dem Kleinen ein paar Pampers über und legte ihn in einen rostigen Einkaufswagen, der da gerade rumstand. Jugendherbergen und Hotels waren nämlich alle leider bereits voll. Deswegen mussten sie in einer versifften Tiefgarage übernachten, mit flackerndem Licht und einem Hauch von Kotze in der Luft. Nicht weit davon entfernt war ein großer Fußballplatz. Mehrere Jugendtrainer hatten dort ihre Mannschaften trainiert und saßen jetzt noch zu einer Nachbesprechung zusammen. Es war bereits dunkel, als plötzlich so ein mega hell leuchtendes Wesen mitten auf dem Feld auftauchte. Von diesem Wesen ging so eine krasse Energie aus, dass es heller strahlte als alle Flutlichtstrahler der Welt zusammen. Die Trainer bekamen große Panik und plötzlich fing dieses Wesen auch noch an zu sprechen. Er sagte: "Keine Panik, Männer, chillt euch mal. Ich bin da, weil ich eine voll gute Nachricht für euch habe. Für eure Leute ist gerade etwas Heftiges passiert. Endlich ist dieser Mensch geboren worden, der alles wieder gut machen wird. Schon die alten Propheten haben ihn Christus genannt, den großen Chef, der aus der wichtigen Familie von David abstammt. Damit ihr mir glaubt, das Baby liegt in Pampers gewickelt in einem alten Einkaufswagen in einer Tiefgarage, hier ganz in der Nähe." Plötzlich tauchten neben diesem Wesen noch tausend andere Wesen auf. Es waren Engel, die man als Armee des Himmels bezeichnen könnte. Alle zusammen fingen an, einen Gangster-Rap zu schmettern. Und der Refrain ging ungefähr so: "Fetten Respekt vor Gott, er kommt aus dem Himmelsort, der Gott, bei dem die Worte Frieden für alle ganz oben stehen, für die Menschen, die voll auf ihn abgehen." Einer der Trainer zückte auch sofort sein Smartphone, um eine Insta-Live-Story zu starten. Aber leider war das Netz hier zu schwach und plötzlich waren die Wesen auch schon genauso schnell wieder verschwunden, wie sie erschienen waren. Aufgeregt unterhielt sich der Trainer mit den anderen Trainern. "Lass uns nach Bethlehem gehen", schlug der eine vor. "Ich will unbedingt in Echtzeit erleben, was Gott uns durch diese Wesen gerade getextet hat." Sie machten sich richtig Stress, bis sie schließlich den beschriebenen Ort gefunden hatten. Als sie dort ankamen, trafen sie auf Maria und Josef, dazu natürlich das Baby, welches immer noch in dem Einkaufswagen lag. Nach einer kurzen Begrüßung berichteten die Trainer Maria und Josef von ihrem heftigen Erlebnis mit diesem Engelwesen und was sie über ihr Baby gesagt hatten. Jeder, der diese Story anschließend hörte, machte sich voll den Kopf darüber und wunderte sich. Maria nahm sich ständig eine neue Sprachnotiz auf, weil sie jedes Detail unbedingt behalten wollte. In der kommenden Zeit dachte sie immer wieder darüber nach. Die Fußballtrainer gingen anschließend alle wieder nach Hause und teilten diese krasse Story über WhatsApp und Insta mit ihren Freunden. Sie waren voll glücklich und bedankten sich immer wieder bei Gott, weil sie wussten, wie genial es ist, dass ausgerechnet sie diese Geschichte selbst live
miterleben konnten.